Nachdem du jetzt eine Vorstellung davon hast, wie das Manifestieren funktioniert, möchte ich noch zwei Übungen aus der Hypnosepraxis mit dir teilen, um dich einfach noch so ein bisschen mehr in diesen Money Flow reinzubringen. Das eine ist die sogenannte Zeitreise und das andere ist das Energieziehen. Und bei der Zeitreise geht es darum, dass du dir überlegst, was ist die schönste, beste, tollste Vision deiner Zukunft. Und stell dir jetzt einfach mal vor, dass du da, wo du jetzt bist, die Augen zumachst, aus dieser Szenerie herausfliegst und wie auf einem Strahl in deine Zukunft schwebst. So lange, bis du den Punkt erreicht hast, deines schönsten, besten, tollsten Lebens. Und kannst dort landen, an diesem Punkt deines schönsten, besten, tollsten Lebens, in das du alles reingepackt hast, auf das du so richtig Bock hast. Du bist am schönsten Ort der Welt, mit den tollsten und liebsten Menschen. Du hast alles, was du für dein Leben erstrebenswert findest. Und ja, kannst dich da jetzt einfach mal in aller Ruhe umgucken, kannst mal den Geruch einsaugen. Kannst die Farben dir einprägen? Kannst dir anfühlen, ist es warm oder ist es kalt? Was ist für dich schön? Was ist für dich der Ort, in dem du dein allerbestes Leben lebst? Und nicht nur, wie ist der Ort? Wie bist du in diesem Ort? Wie fühlt sich's gerade für dich an? Wie ist deine Emotion an diesem Ort? Und jetzt stell dir mal richtig vor, dass es einen großen Regler gibt, den wir noch ein bisschen höher drehen können, sodass du noch mehr von diesem coolen Gefühl in dein Leben reindrehst. Und dreh ihn einfach mal ein bisschen, um es noch ein bisschen schöner zu haben. Die Farben können noch ein bisschen mehr leuchten. Das schöne Gefühl kann noch ein bisschen mehr zunehmen. Kannst du richtig merken, wie in all deinen Zellen das Glück wie so kleine Seifenblasen plopp macht. Ja, wie du geflutet wirst mit diesem genialen, tollen Gefühl. Und wenn du das magst, kannst du nochmal diesen Regler nehmen und nochmal ein bisschen hochdrehen und gucken, ob du das Gefühl noch ein bisschen intensiver machen kannst. Und ob du es aushalten kannst, noch ein bisschen glücklicher zu sein. Und in diesem Moment nochmal so richtig alles wahrnimmst. Nimm nochmal richtig tief Luft. Schau dich in deinem schönsten Leben um. Nimm nochmal die Geräusche wahr. Nimm die Farben wahr. Nimm deine Gefühle wahr. Nimm wahr, wie es in dir drin prickelt vor lauter Freude und Glück. Und stell dir mal vor, wie dieses wunderschöne Gefühl in jeder deiner Zellen abgespeichert ist. Und wie dieses wunderbare Gefühl für dich ab jetzt eine Quelle darstellt, zu der du jederzeit zurück kannst, um ganz in dieses Gefühl einzutauchen. Und wenn du jetzt spürst, dass all deine Zellen ganz voll gesogen sind von all diesem Glück und von all diesen schönen Momenten, dann darfst du langsam auch wieder aus dieser Szenerie herausschweben, wieder langsam über die Zeitlinie zurück und wieder im Hier und Jetzt ankommen. Und eine solche Übung, eine solche Zeitlinienübung, wo du in dein neues Ich fliegen kannst, um einfach dich in dieses Gefühl hineinzutränken, um es mit allen Sinnen wahrzunehmen, hat unglaublich viel Kraft, weil es dich einfach energetisiert. Es gibt dir ganz viel Möglichkeiten aufzutanken. Und mach das ruhig regelmäßig, verbinde dich ruhig regelmäßig damit. Und es gibt auch noch eine zweite Übung, das Energieziehen. Es ist relativ ähnlich und letzten Endes geht es
immer nur darum, für dich etwas zu finden, was für dich dafür sorgt, dass du in einer genialen Energie bist, weil egal, was du machst, egal, ob es dein Job ist, ob es deine Partnerschaft ist, ob es mit deinen Kindern ist, ob es deine Freizeitgestaltung ist, ob es das Geldverdienen ist, je genialer deine Energie ist, desto besser wird das Ganze funktionieren, desto leichter werden die Dinge fallen. Ja, daher nutze diese Dinge, um in eine geniale Energie zu kommen. Und beim Energieziehen darfst du dir einfach vorstellen, dass vor dir eine wunderschöne Kugel schwebt. Und in diese wunderschöne Kugel packst du jetzt alles rein, was du mit dem Thema positiv, Geld und Reichtum verbindest. Pack's mal einfach in die Kugel. Vielleicht ist es rot oder gold oder grün oder blau, wie auch immer. Ja, in dieser großen, schimmernden, wunderbaren Kugel, wie groß sie auch immer für dich sein mag. In diese Kugel packst du alle Emotionen ein, die du dir zum Thema Reichtum, Geld, Wohlstand, Erfolg vorstellen kannst. Mach die Kugel mal mit allem voll, mit allem Guten voll, was du gerne hast, was vielleicht heute noch nicht in deinem Leben ist. Pack's da rein und schau, wie die Kugel immer voller wird, immer schöner, immer reicher, immer bunter. Und irgendwann nimmst du dir diese Kugel in deinen Gedanken, nimmst einen tiefen Atemzug und führst sie so ganz in dich rein. Und kannst dich auch mal mit dem Gedanken verbinden, wie all diese wundervollen Eigenschaften Teil von dir werden, wie diese wundervollen Eigenschaften plötzlich in deinem System sind. Ja, wie sie ganz dich durchströmen von oben bis unten, wie du all dieses wundervolle Licht, diese wundervolle Energie für dich selber verwenden kannst. Und dieses Energieziehen von der Energie, die du dir wünschst, kannst du so häufig machen, wie du möchtest, so häufig, wie es dir dienlich ist, wie es dir helfen kann. Kannst du dir einfach vorstellen, wie du eine Kugel auffüllst und diese Energie in dein System holst. Ja? Du kannst dir auch andersrum genauso vorstellen, wie du hinten vielleicht eine Kugel wieder weiterziehen lässt, in die du alle Energie packst, die du nicht mehr haben möchtest. Wo du Kleinkariertheit, Neid, Unvermögen mit Geld umzugehen, kommt alles aus dir raus. Das darf weiterziehen. Das muss nicht mehr Bestandteil von dir sein, sondern wir nehmen die guten Energien und die Dinge, die uns nicht mehr dienlich sind, von denen können wir uns auch ganz visuell vorgestellt verabschieden. Ja, auch das eine gute Möglichkeit, um dich zu energetisieren und um für dich auch eine bildliche Vorstellung davon zu schaffen, wie die Dinge, die dir nicht gut tun, aus deinem Leben rausgehen dürfen. Ich weiß, dass du mit all diesen Übungen heute noch nicht mehr Geld auf deinem Konto hast, aber ich garantiere dir, dass wenn du all diese Übungen für dich durchführst, dass sich Dinge in deinem Leben verändern werden, die dazu führen, dass du signifikant mehr Geld haben wirst. Ich habe das gemacht, viele, viele, viele andere haben das gemacht. Und es ist immer wieder absolut erstaunlich, was für krasse Erfolge Menschen haben, wenn sie diese Gesetze anwenden, wenn sie ihren Fokus verändern, wenn sie ihr System mit guten Dingen füttern, ja, anstatt unbewusst einfach immer wieder in alten Routinen festzuhängen. Und wenn du diese Basis anständig legst, stehen dir Tor und Tür offen, um wirklich große Schritte in deinem Leben zu machen, finanziell große Schritte in deinem Leben zu machen. Und natürlich ist es dann auch noch sinnvoll, dich weiter im Thema Geld zu bilden, zu schauen, ob du vielleicht mit dem Investieren beginnst, in diesen Bereichen einzusteigen. Aber wenn du diese Basis nicht gelegt hast, musst du dir um den Rest erstmal gar keine Gedanken machen, weil das in der Regel nicht klappen wird. Zuerst machen wir die Grundlage und schauen, dass hier alles stimmt. Und dann können wir auf dieser Grundlage ein cooles Haus bauen. Ich hoffe, dass ich dir hier ein paar Inspirationen mitgeben konnte. Ich hoffe, dass du für dich etwas davon nutzt. Ich wünsche mir riesig, dass du erfahren wirst, was für einen genialen Impact diese doch sehr einfachen Übungen haben können. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße.